eine ganz andere Anwendung geschaffen, nämlich ein solches Cockpit. Da oben steht es, es ist ein Reconciliation Monitor. Der Gedanke dahinter ist, der Anwender sitzt da, hat so ein Screen vor sich, ich werde es Ihnen gleich zeigen, und hat da die Möglichkeit eben Einzelposten auszulesen, und zwar aus verschiedenen Modulen. Muss man sich auch vorstellen, dass es ja auch eine Berechtigungsfrage ist, die man normalerweise hier interne Abteilungen zu überwinden hat und die dann bearbeitet. Und kann von da aus dann auch, wenn es möglich ist, es direkt abzustimmen, direkt ausziffern, also hinuntergehen in das ERP-System. Gut, auch hier ein kleines Beispiel. Ich rufe das mal auf. Das ist hier unsere Oberfläche. Also SAP Invoice and Goods Receipt Reconciliation, die Abstimmung von Wareneingängen und Rechnungseingängen. Als erstes oben drüber haben wir mal insgesamt die offenen Beträge. Das kann man sich einstellen. Ne? Das ist, da oben steht auch so ein kleiner Punkt, Personalisierung. Ne? Das können Sie sich also einstellen, wie Sie das haben möchten. Da haben wir also erstmal insgesamt die offenen Beträge. Dann haben wir die offenen Beträge pro Lieferant. Dann haben wir die einzelnen Lieferanten der Reihe nach. Der schlimmste hier sieht man schon, das ist der Anypart, also der Lieferant Anypart. Den werden wir dann auch ein bisschen genauer betrachten. Dann haben wir die offenen Posten insgesamt, sind 231. Dann die offenen Posten pro Lieferant und dann schließlich noch pro Periode. Und da kann ich noch ein bisschen weiterblättern, kriege ich noch mehr angezeigt. So, jetzt gehe ich mal so ein bisschen. Dann das Konto. Bei uns ist das 191-100 Konto, das Wareneingangsabstimmungskonto. Dann habe ich hier angezeigt die entsprechenden Lieferanten. Ich habe das mal schon eingeschränkt auf den Anypart. Das ist ja mein schlimmster Kandidat. Und jetzt möchte ich mal erstes hier filtern. Number of IRs heißt die Anzahl der Rechnungen. Und das sage ich mal, wo habe ich denn keine, bin ein guter Mensch, wo habe ich denn keine Rechnung bekommen? Da möchte ich mal als erstes die Rechnungen haben. So, schauen wir uns mal an. Der erste Eintrag, da habe ich beim Anypart am 7. Dezember eine Bestellung und sehe dann hier schon mal im Barometer auf der rechten Seite drei Einzelposten habe ich selektiert, die genau diese Kriterien erfüllen. Ich habe also als Filterkriterium genommen Lieferant und als Filterkriterium, wo gibt es einen Wareneingang, aber keine Rechnung und die entsprechenden Beträge dazu. Und da zeigt